uns nicht weg. Municipal House. Und wir sehen, wir brauchen einen Schlüssel. Sonst geht's dann nämlich nicht rein. Und den Schlüssel finden wir. Mal erst einmal hier die Sachen holen. Fadenbeißer. Aus dem Weg, du lieber Stein. Der macht auch noch eine Karriere als Briefmarke. Aus diesen tollen Schlüpfen, die wir gerade gesehen haben, diese netten kleinen, ekelhaften Biester. Außerdem fliegt vermutlich gerade der Schlüssel an uns vorbei, oder? Nee, da ist er. Ziehen sollte man schon können. Oh Mann, kann doch nicht so schwer sein. Und kommt her. Noch mehr Sternis. Das ist ja schon wieder da. Ja, es gibt hier mehrere Möglichkeiten für den Gegner zu verschwinden. Da hätten wir einmal Ei, zack, weg. Dann ist er auch weg. Da oben ist noch der Sternring, den sollte ich mir holen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass sie, zack, sich auflösen in einen Sternkreis. Sind sie auch für alle Ewigkeit weg. Oder aber man ist so blöd und spricht sie rein. Wenn sie unverwundbar sind, dann ist man selber weg. Oder aber man springt drauf und sie fallen einfach nur unten weg. Dann seid ihr sie vorerst los, kommen aber ziemlich schnell auch wieder. Seit nun holen wir uns hier dieses Item, was es hier gibt. Und es ist Ballonduell. Drücke innerhalb der vorgegebenen Zeit nacheinander die angezeigten Tasten, Knöpfe, um den Ballon wieder zurückzuwerfen. Platzt der Ballon bei deinem Gegner, gewinnst du einen ab. Ja, sehr witzig. Leben ist hier nun etwas, wovon man in der Regel keinen Mangel hat. So, hier geht es einfach darum, wie er schon sagte, Kombination schnell eingeben, weil man hat nicht ewig Zeit dafür. Man kann auch warten, bis der Ballon eine entsprechende Größe hat. Okay, das müssen wir nochmal machen. Wobei. Platz, 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 Platz. Oh nein. Ja, ja, ja. Peng. Was soll das denn jetzt? Platz überhaupt nochmal? Ja, klar. Das Schöne ist, man kann hier Minispiele tatsächlich noch x-mal wiederholen. Und das mache ich jetzt einfach, um Ihnen mal zu zeigen, wie Aua das tun kann, wenn so ein Riesenballon auf dem Schädel platzt. Gesehen, wie groß diese Dinger werden können. Irgendwie wachsen ziemlich schnell, ne? Das sollte jetzt reichen. Na toll, der platzt wieder bei mir. Mistding! Den Text kennen wir. Einfach warten. So, jetzt aber. Oder?
Geht doch. Und wir bekommen ein Leben. Und dafür jetzt dieser ganze Quark. So. Ich glaube, die Kiste ist wieder da, aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas drin ist. Also, dass die Sterne wieder ersetzt wurden. Na super. So, dann komm doch mal her, Kiste. Ah, da. Gut. Gut. Ich glaube, den Stein brauchten wir nicht. Dann... Lass mich mal schauen. Ja, das müssten wir hier noch bekommen. Nein, ab. Ja, wir eigentlich nur... Wie eigentlich leicht zu erkennen ist, man schwimmt hier eigentlich recht schnell im Leben. Wenn man die hier echt an jeder Straßendecke hinbekommt. Ein Schalter. Und dieser ist dafür gut, irgendwo einen roten Pfeil erscheinen zu lassen, in den man dann reinschlüpfen kann. Für einen Bonus. Übrigens, keine Angst, man kann von dieser Wippe nicht runterrutschen, egal wie schief die steht. So. Und hier hoch. Rückwärtsgang. Das ist nun so eine Stelle, die ich hasse. Hat er zu viel Schwung? Ah! Zum ersten Mal! Neuer Rekord für mich. So, ihr habt gehört, so wie auch gesehen. Damit sind wir nun wieder vollständig. Da ist er hier schon im Himmel blau und sieht dann doch irgendwie nur dunkle Höhle. Ach nö, dann nervst du gerade tierisch. Ist ja nett, dass er gleich ein Leben vorbeibringt. Und wir sind am Ziel. Block. So. Und ihr seht es. Für entsprechende Punkte gibt es noch mehr Leben. Spätestens wenn die Memories kommen, ja. Kann man sich vor Leben eh nicht mehr retten. So, das wäre der erste Zwischenboss jetzt hier. Ein Zielebo. Dann wollen wir uns doch mal sein Schlösschen angucken. Silibos Festung. Da kann der Yoshi noch so sonnengelb sein. Ist hier trotzdem Durster. Aus diesen wunderbaren Eimerchen kommen Münzen. Meistens. Oder eben doch nichts. Ja. Und hier kommt nicht nur die Eimer von der Wand, sondern auch gleich die Wände. Und hier seht ihr, diese Blöcke geben nicht gelbe Eier, bis man umkippt, sondern sie verwandeln sich in jeweils ein gelbes Ei. Wir sammeln jetzt auch ganz einfach mal alle ein. Und hier seht ihr schon, Geheimgang. Ah, Geisterkarussell. Die Wand kommt auch runter.